Spätestens jetzt wird es ein bisschen blöd, aber es macht trotzdem Spaß, also ich weiß auch, warum ich gestorben bin, ist alles in Ordnung. Alles gut. Ich muss nur anders ausrüsten, glaube ich. Das Messer ist, glaube ich, komplett kaputt. Das brauchen wir nicht. Handgranate. Ja. Die bringen mir am wenigsten hier. Erstmal, ich kann es ja später nochmal nachjustieren. Alles um ein Kabel mal richtig machen. So, okay. Wie habe ich das denn jetzt aufgegliedert? Okay, alles klar. Ja. Christopher, immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Oh. Nein, das ist schlecht. So, einen Schuss habe ich noch, den werde ich auch nutzen. Das könnte aber... Könnte davon ausgehen. Scheiße. Sollte ich mal wechseln? Hm. Vielleicht bist du gut. Vielleicht hast du nur Glück. Wollen wir es nicht herausfinden? Okay. Wenn man weiß, von wo die Gegner kommen, ist es alles gleich viel einfacher. Ich darf nicht umzingeln lassen. Ups. Okay. Alles gut, alles gut. Ich hab alles im Griff. Nicht umzingeln lassen. Das impliziert, dass das Scheißvieh mich nicht umrunden darf. Ja, oder sowas ähnliches. Okay, ich bin in der falschen Ecke. Ich muss hier hin. Du bist langsamer, Christopher. Wurdest ja fast erwischt. Was glaubst du, wie viel mehr davon du noch aushältst? Eine ganze Menge. Scheiße, ich muss hier weg. Alter, geh mir nicht auf die Nüsse, jetzt mal ernsthaft. Oh. Er stört halt einfach nur, ne? Aber die fügen einfach gar keinen Schaden zu, das ist das Lustige. Das ist doch normal, oder? Das ist doch nicht diese Regenerations... Dann braucht ihr bitte zum Nachladen. Oh. Durchrennen. Warte mal.
Sehr gut. Okay. Okay. Nichts mehr, okay? Ich hab nichts mehr übrig. Von mir bekommst du kein Mitleid, Arschloch. Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Hab deine Männer gekillt. Sie gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Start Countdown zur Detonation. Oh. Hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick, tack. Wenn du mich umlegen willst, leg mich um. Nein. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul. Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde woanders gebraucht. Bye, bye. Okay. 7. Na gut, das... 6. Nur noch ein bisschen. Das war doch richtig cool. Okay, jetzt habe ich ausschließlich die Regenerationsmunition. Chris, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lucas verschickt hat. Hört ihr das an? Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Direkt, ich bin tot. Könnte unsere Chance sein. Wem hat das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Schnapp du dir Lucas. Sag mir Bescheid. Ich habe keinen Dietrich. Leider. Hallo? Was ist das? Ein Geschütz, aber es anscheinend... Defekt oder wie auch immer. Hm, komisch. Ja, cool. Dann sind wir doch jetzt Richtung Ende unterwegs. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Forschungseinrichtung, was? Was geht denn jetzt ab? Der ist fast so groß wie ein Hauptspiel hier. Gut, er hat keine Molde mehr übrig. Aber hat er die Molde eigentlich auch immer hergeholt? Ich verstehe das nicht. 12 Minuten nach Dosis. Kalzifikation der Zellen. WM-001. WM-0010. Okay. WM-002. Okay. Ja gut, dann würde ich fast sagen, machen wir die platt, oder? Ich denke, wir müssen eh da rein. Ach, das ist natürlich jetzt doof.
Okay. Wollte eigentlich schlagen, aber okay. Was ist denn mit dir los? Danke. Arzneispritze. Bitte kommentiert mal, ob ihr das genau seht wie ich, dass es sich alles sehr nach Dead Space irgendwie anfühlt. Okay, die komischen Puppen wieder. Ein Rollstuhl. Aha. Noch mehr Ram-Mod-Munition. Guck, meine Trefferquote mit der Ram-Mod-Munition ist auch relativ gut, ne? Fällt mir so auf. Ich glaube, ich hatte einen Fehlschuss, glaube ich. Da kann man mitarbeiten. Da kann man durchaus mitarbeiten. Was hier? Die Mia und die Eveline. Okay, E-001-Protokoll, 22. Juli 2016. Gesundheitszustand gut. Geistiger Zustand gut. Was? Mutamiset-Sekretion normal. Andere? Keine Ahnung. Keine großen Veränderungen. Sie spielt nur den ganzen Tag mit Puppen. Hat heute zwei Typen in Molded verwandelt. E-01-Protokoll, 12. August 2016. Gesundheitszustand hustet erschöpft. Geistiger Zustand leicht gestresst. Mutamiset-Sekretion mehr als üblich. Andere? Keine Ahnung. Nachdem sie mit Dad Ball gespielt hat, fing sie an, sich über Müdigkeit zu beklagen. Hat einen Typen in einen dicken Molded verwandelt. 26. August. Gesundheitszustand schlecht. Geistiger Zustand gestresst. Mutamiset-Sekretion hoch. Andere altert plötzlich. Sie altert ganz plötzlich, verliert Gewicht. Haare fallen aus, der totale Zusammenbruch. Je mehr sie schreit, desto mehr übergibt sie sich. Der Keller ist stark kontaminiert. Kein offensichtlicher Grund für die Alterung. Werde nach weiteren Anweisungen fragen. Und 9. September. Gesundheitszustand schwach, aber stabil. Geistiger Zustand wahnhaft wirre. Mutamiset-Sekretion stabil. Andere, keine Ahnung. Keine Angabe. Das Altern hat sich verlangsamt. Scheint relativ stabil. Hab das E-Nekrotoxin von der Firma bekommen. Befehle lauten, es einzusetzen, wenn sie außer Kontrolle gerät. Und ich hab gedacht, ich sei der Witzereißer. Okay, auf jeden Fall aufschlussreich. Da hat man wieder ein bisschen was erfahren über ihre Entwicklung. Und anscheinend hat die sich hier drin aufgehalten, überwiegend. Das als irgendwie ist das merkwürdig. Keine Ahnung. So ganz schlau wäre ich daraus nicht, aber okay, gut. Ich denke mal, allzu viel wird nicht mehr passieren jetzt, oder? Aber dass der Lukas hier auf einmal so ein Überforscher ist, das ist natürlich auch irgendwie krass. Also ein verrücktes Genie ist okay. Erbrechen. 5 nur noch Dosen. Das hatten wir ja schon, das Bild. Oder die Bilder vielmehr. Ja, das, wer hätte damit gerechnet? Der Juni 2017. Ich habe die Schnauze voll von diesem Lukas. Die haben ihn zum leitenden Forscher gemacht. Was denken die denn, wer ich bin? Warum muss ich mit einem Masterabschluss in Mikrobiologie von Stanford unter diesen Idioten arbeiten? Der spielt ja immer nur mit den Testsubjekten rum, lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose Autopsien durch. Er ist krank, er weiß nichts über das Potenzial des E-Serie-Mutamisets. Beim nächsten Meeting mit dem HQ werde ich sein Verhalten melden. Dann mach das mal. Ich glaube, er wird jetzt gar nichts mehr melden. Ach komm. Fokussieren wir uns hier auf die Pistole. Ein bisschen Shotgun-Munition sparen. Keine Stromversorgung. Lukas. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt die Stromversorgung einschalte hiermit. Mann, was zum Teufel? Einen Bereich müssen wir noch erkunden. Scheiße!
Lukas! Ich muss erst den Bereich erkunden. Warte. Du kannst nirgendwo hin. Haha. Gut, ich verliere gerade so ein bisschen die Prioritäten aus den Augen, aber ist egal. Wir wollen ja wissen, was sich in dem einen Raum noch befindet. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich darauf hinaus, wir laufen jetzt hinterher und töten ihn einfach. Aber wir müssen ja Wie war das Wort? Exifix. Was? Ich will jetzt mal das Wort angucken. Lukas verfolgen. Wow. Extrahieren. Okay. Extrahieren. Ganz einfaches Wort eigentlich. So ein Allerweltswort. Das war mir zu einfach, das Wort, muss ich sagen. Das war mir zu einfach. Auf einer Seite verschlossen. Wow. Gut, dann gibt es nur noch einen Weg und eine Sache zu tun. So. Lucky Lukas. Gut, gleich nicht mehr. Gleich nämlich hier Schluss mit Genuss. Flammengranaten, okay. Warum brauchen wir die? Donnerstag, 20. Juli 2017, 10.22 Uhr. Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen, aber ich habe mich drum gekümmert. Sende jetzt die E-Daten. Sollte nicht lange dauern. Wenn das fertig ist, bin ich hier Rautwe. Ah, da kamen wir wahrscheinlich gerade. Um die Ecke. Ja, okay, alles bald. Speichern, brauchen wir nicht. Dietrich. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Bereich das jetzt war mit dem Dietrich. Ach! Rundgang, ist das noch relevant? Anscheinend. Anscheinend. Okay. Ich habe alle Connections-Forscher umgelegt. Die haben ihre Nasen Dinge gesteckt, die sie nichts angehen, als sie dachten, ich schau nicht hin. Aber ich wusste genau, was die treiben. Mochten es wohl nicht, dass sie unter mir standen, also habe ich sie in einen Käfig mit ein paar Molded geworfen. Die haben sich in die Hose gemacht und um ihr Leben gebettelt. Ich hoffe nur, dass ich mir das Lachen verkneifen kann, wenn ich berichten muss, dass denen ein unglücklicher Zufall zugestoßen ist. Wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, mich von den Connections zu trennen. Ich bin der Einzige, der Evelyns Schimmelpilz gut nutzen kann. Ja. Die Frage ist nur, wie komme ich an dem Geschütz vorbei? Muss ich rennen? Oder einfach so. Das ist so die einfachste Taktik. Haben wir so viel Munition? Wofür? Ich habe nicht, dass das so der Übergegner sein wird jetzt. Ach, er hat mich ins Visier genommen. Deswegen habe ich ins Visier genommen, weil es ist einfach leer. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich es verstanden. Das riecht nach Bosskampf. Wie zum Teufel bist du noch am Leben? Du musst tot sein! Wir haben deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere kleine Evie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Ich nicht. Nein. Ich glaube es nicht. Glaub es. Es ist vorbei. Nein. Niemals. Halt's Maul und akzeptier's, Lukas. Oh, das wird dir gefallen, nicht wahr? Oh, Junge.
Fühlt sich das also an? Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ach, erzähl mir was Neues. Ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! Du musst mit Vorsicht vorgehen. Extremer Vorsicht. Oh, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind.